Hallihallo, liebe Leute. Ich möchte euch heute so ein paar Infos mitbringen. Und zwar zu zukünftigen Projekten. Also, ich warte eigentlich schon sehr lange drauf. Auf dieses eine Spiel hier, und zwar Wolken 2, was bald kommen sollte, steht hier aber. Das Problem besteht dabei, ist halt die Weapon Gallery, zeige ich euch gleich noch. Es wurde vor 6 Monaten aktualisiert, das heißt, es ist schon komplett 6 Monate her. Ich hoffe, dass es bald rauskommt. Hier haben wir das Schlachtfeld. Und hier sehen wir die Waffen, also. Na, das ist nun Hetland Koch. Ihr Namen wusste ich mal, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Die Saw und die RBD. Hier einmal die Benelli, weiß nicht, Saiga, noch eine Valet, also das ist die vollautomatische, das ist, oder das war die halbautomatische und das war die vollautomatische, ich weiß es nicht mehr. Das ist die Saiga, auf jeden Fall vollautomatisch. Dann die AA-12, also AA-12 auch wieder vollautomatisch. Hier sehen wir die Extras dazu, also Frontgriff, Suppressor bzw. Schalldämpfer, Red Dot, Tragegurt, Laser, bla bla bla. So, jetzt kommen wir zu den Pistolen. M9, 5.7, P99, Colt 11, 911, USP, Desert Eagle, irgendeine Magnum. Die drei Waffen, weiß ich nicht, was das für welche sind, die sehen auf jeden Fall viel zu ähnlich aus. Hier wird das gleiche extra wie bei den Shotguns. Also hier haben wir, ja, einfach auf jeden Fall eine Rail. Ich glaube, das sollte verbesserter Lauf darstellen. Größeres Magazin und was das ist, vielleicht, weiß nicht, verbesserte Schlitten oder so. Okay, hier gehen wir auf jeden Fall weiter. Hier sehen wir die Einzelteile einer M4. Ich glaube, die kann man sich auch selber wieder zusammensetzen. Ich hoffe, es wird so. Hier kommen wir schon zu den Accessoires, auf jeden Fall. Besseres Kimo und Korn, glaube ich. Weiß ich nicht, sieht auf jeden Fall so aus. Magazinangriff, damit man das Magazin schneller ausziehen kann. Frontgriff. Heckler & Koch G3. 36 Farmers M14. SIG AK47. Ja. AOG. Ich glaube Galil, weiß nicht, OICW weiß ich, glaube ich, weiß nicht. Okay, warte. Hier kommen wir zu den Submachine Guns. Trommelmagazin, was ich jetzt irgendwie komisch finde, da ich die Läufe einfach zu klein von den Submachine Guns finde, als dass man da ein Drummagazin drauf machen kann. Hier der Gurt. Also die Gürtel. Ein Frontgriff und die Sights. Also Red Dot, EOD, Aimpoint, Argog und nochmal Red Dot. MP5 mit drei verschiedenen Stocks. Ja, Drum Magazin, normales Magazin. Die verschiedenen Ausführungen hier mit Schalldämpfer. Ich habe keine Ahnung. Hier sind mal die kurze, also MPK. MP5K, die kurze. Hier Drum und normales Magazin für die AK-47 wahrscheinlich. P90, UMP, MP7, Uzi und MP9. Ich muss mal gerade gucken. TMP. Ja, kann sein, TMP steht hier, glaube ich. Können wir weiter zu den Snappern. Also. Die AWP war das, glaube ich, in Counter-Strike. Dragunov Pli. Ach, scheiße. Scheiße. BSG mit einem Blick. Ein Barrett. Und einer davon ist das M. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Wie heißen. Auf jeden Fall, hier sind die gleichen Zubehörteile wie fast immer, bloß dass hier jetzt so ein
Zweibein dazu kommt. Also hier sehen wir auf jeden Fall einen Panzer. Ich glaube, den wissen, also den muss man im Game muss man den beschützen. Hier sehen wir noch ein In-Game-Bild. Hier noch ein In-Game-Bild und hier sehen wir den Store. Sehr gut. So, das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss, Leute.